Danke. Ja, ohne ihn geht's nicht. Lars hat übrigens heute Geburtstag. Wir können, wenn er jetzt reinkommt, alle sagen: Happy Birthday! Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen alle zusammen zur 22. Sendung von Radio Bernstein mit dem Titel Die Zukunft der Vergangenheit. In der Sendung soll es heute um Technikvorhersagen aus den 50er und 60er Jahren gehen. Wir beschäftigen uns mit Dingen, die irgendwann mal geplant waren und die zum Teil realisiert wurden, zum Teil heute noch existieren, aber zum Teil aufgrund gewisser Schwierigkeiten. Wie zum Beispiel dieses Atomauto, was man hier bereits sieht, nicht verwirklicht wurden. Der Titel unter dem Bild lautete: So leben wir 1975. Muss man aber auch dazu sagen, dass damals die Russen den Vorsprung hatten. Also der Sputnik kam, glaube ich, 1957 und muss in den USA einen gewaltigen Schock verursacht haben, weil die Amerikaner nicht in der Lage waren, einen Hund ins Weltall zu schicken. Ja, die wollten auch keinen reinschicken, sondern Affen. Dann. Und was du mir erzählt hast, ist, dass die Astronauten am Anfang gar nicht als Piloten ausgebildet wurden, beziehungsweise dass man Astronauten nicht bei Piloten gesucht hat. Ja, das ist eine ganz kuriose Geschichte. Man hat sich überlegt, wer eigentlich dazu geeignet wäre, jetzt mit einer Rakete ins All zu fliegen, und hat als erstes bei Artisten nachgesehen, ja, die ja doch da körperlich am besten in der Lage wären, solche Strapazen zu überstehen. Waren das auch Artisten? So lebende Kanonenkugeln? Nee, das hat sich dann doch eines Besseren besonnen. Also das ging erst einmal darum, dass die Leute, die da mit der Rakete in eine Umlaufbahn geschossen werden sollten oder einen Parabelflug machen sollten, in der Rakete selber gar nichts zu tun haben. Also die mussten nichts steuern, gar nichts, sondern es ging alles von der Erde aus automatisch. Und die echten Piloten, also von der Air Force und so weiter, die haben sich da nicht besonders drum gerissen um diesen Job, weil es nichts anderes war, als jetzt eben wie ein Affe im Blechkäfig zu sitzen. Wolltest du Astronaut werden? Nie. Ich wollte nicht ganz so hoch hinaus, also Pilot hat mir gereicht. Bin dann aber bei Zeiten wieder davon abgekommen. Also so mit 14., 15. Lebensjahr war das abgehakt. Wir haben hier noch ein anderes Bild, und das ist ein senkrecht startendes Propellerflugzeug. Das ist ein Doppelpropeller und die Propeller drehen sich gegenläufig. Das ist raffiniert. Ja, was aber weniger raffiniert ist, der Pilot hatte unglaubliche Probleme, jetzt das Ding wieder zu landen. Wir wissen ja, es gibt ja schon von Autofahrer Probleme, wenn er rückwärts einparken muss. Und das Ganze muss man sich jetzt in der dritten Dimension vorstellen. Also man landet es mit dem Heck zuerst. Ja? Also das Heck zeigt in Richtung Boden. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie der Pilot da jetzt über die Schulter guckt und versucht, das Gerät wieder zu landen. In den 50er, 60er Jahren, über die wir jetzt schon ausführlich gesprochen haben, hat Treibstoff offenbar keine Rolle gespielt. Das scheint eine der historischen Voraussetzungen zu sein, dass man überhaupt auf so technologischen Wahnsinn verfallen kann. Selbst als ernstzunehmender Ingenieur, die Leute waren ja nicht ganz auf den Kopf gefallen damals. Ich persönlich sehe es so, dass tatsächlich diese beliebige Verfügbarkeit von nahezu kostenlosen Sprit damals solche Maschinen hervorgebracht hat. Gleichzeitig hat man aber auch mit Sprit nicht alles machen können. Ich habe jetzt hier beispielsweise diesen sowjetischen Atomeisbrecher. Das ist, glaube ich, das letzte oder eine der letzten zivilen Schiffe, die noch mit Atomantrieb laufen. Da fahren auch Touristen damit inzwischen. Ja, wir wissen ja, also die Russen versuchen mit ihrer Technologie ihren Staat aufrechtzuerhalten, indem sie eben Touristen einladen zu Fahrten auf Eisbrechern. Was ich mir versuche vorzustellen ist, fühlt sich das anders an? Auf einem Atomeisbrecher als auf einem normalen Schiff? Ich könnte mir zum Beispiel sogar vorstellen, dass es auf diesem Schiff nicht rumpelt oder halt dieses Brummen von den Dieselmotoren nicht da ist, sondern dass es unglaublich ruhig ist auf diesem Schiff, sondern nur so ein elektrisches Zirpen da ist. Ja, das Krachen vom Eis hört man schon gleich. Ja, wenn er voll wucht, dann, man weiß ja, wie die Russen sind. Die
Vorschau auf die nächste Sendung darf nicht fehlen. Das war heute die 22. Ergo ist das nächste die 23. Sendung von Radio Bernstein. Die wird am 5. April hier in Treibmarsch zur selben Zeit ausgestrahlt, 18 Uhr Bernsteinzeit. Zum Gast wird sein der Professor Schachtschneider von der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen. Und das ist ein begnadeter Europagegner. Also der ist echt talentiert im Dagegensein. Und er wird unter dem Titel, wenn ich mich richtig erinnere, Europa eine Diktatur ohne Führer, hier Themen besprechen, die uns alle angehen, genauso wie die Vergangenheit und vor allem die Zukunft.